Es ist ja eine Ausstellung, die Ai Weiwei selber kuratiert hat. Und sie wurde zuerst in Peking gezeigt. Und wir haben uns natürlich auch, weil er immer noch in Hausarrest ist, entschlossen, diese Ausstellung sehr kurzfristig nach Berlin zu holen, auch um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Aber die Ausstellung ist darüber hinaus natürlich auch ein sehr, sehr interessantes, ein interessanter Blick in die Werkstatt des Künstlers. Hier in New York 1983 bis 1993 hat er gelebt. Und viele seiner späteren Arbeiten sind irgendwie in diesen Fotografien präfiguriert. Das fanden wir sehr interessant, denn er hat sich selber inszeniert. Es gibt natürlich auch Reportage oder Gelegenheitsfotografie, aber insgesamt gibt diese Ausstellung eben einen sehr guten Einblick in das Denken, in die Philosophie von Ai Weiwei. Überraschend und sehr, sehr interessant zu schauen, wie er da in New York gelebt hat. 1978, 79 hat er eine Künstlergruppe gegründet, die sich gegen die offizielle Staatskunst in China zur Wehr setzt oder davon absetzte. Da begann das schon. Und man sieht auch in New York, dass er ein sehr politisch engagierter Mensch ist. Er hat auch Demonstrationen fotografiert. Seine Bilder sind in den Zeitungen damals in New York abgedruckt worden. Sie wurden Beweismittel in einem Prozess vor Gericht. Also er war eigentlich jemand, der sich nie vor dem politischen Leben gescheut hat und sich nie in einen Elfenbeinturm zurückgezogen hat. Und diese jungen Menschen haben alles eingesogen, was damals an künstlerischer Erfahrung einzusaugen war. Und das merkt man in diesen Fotos.